Hi, ich bin Sebastian Förster, der Athletikcoach bei JB German Sports. Heute mit einem weiteren Video zum Thema Schultergesundheit. Wir zeigen euch jetzt speziell eine Dehnübung. Wir hatten letztes Mal in der ersten Folge eine Rotationsübung, also eine Schulterübung, eine Kräftigungsübung. Diese folgende Dehnübung, die wir gleich sehen werden, ist auch super, um das zu kombinieren. Das heißt, ich mache gerne einen Satz links, rechts für diese Außenrotationsübung und dann in der Pause mit anderen Übungen gepaart, machen wir dann diese Dehnübung. Philipp zeigt uns heute wieder, wie es funktioniert. Ausgangsposition, Füße und Hände hinten jeweils aufgestellt, Füße vorne aufgestellt. Jetzt werden die Arme durchgestreckt und die Brust rausgedrückt. Also ich will jetzt bewusst einen Dehnreiz hier auf der Schulter, Brust und auch auf dem Bizeps erreichen. Ja, je nachdem, wo ihr auch am stärksten verkürzt seid, werdet ihr es auch am stärksten merken. Ja, das 15 Sekunden halten, dann einmal kurz locker lassen, ausatmen auch immer dabei. Also tiefe Atmung ist sehr wichtig, nicht so Anspann- und Pressatmung oder Luft anhalten. Jetzt mit dem Gesäß ein bisschen nach vorne wandern. Genau, am besten immer links, rechts, nach und nach. Genau. Jetzt wird der Dehnreiz erhöht, weil er jetzt weiter nach vorne gerutscht ist. Jetzt wieder gleiches Spiel. Arme durchstrecken, Brust rausdrücken und tief atmen. Halten wir wieder 15 Sekunden. Genau, locker lassen. Mal wieder ein bisschen die Arme entspannen. Und dann nochmal mit dem Gesäß wieder ein Stück weiter nach vorne wandern. Jetzt ist so die extreme Position für Philipp. Er ist auch ein bisschen verkürzt, deswegen merkt er es jetzt hier schon besonders. Armstreckung ist schon ein Problem, das sieht man hier auch ein bisschen. Jetzt gleiches Spiel wieder, Brust rausdrücken. Ja, in dieser Position wird er nicht lange verharren können. Manchmal passiert es auch, dass die Hand einschläft oder beide Hände einschlafen. Kann mehrere Gründe haben, auch unter anderem, weil der Nacken ziemlich fest ist. Gerade bei Boxern auch gerne. Und das auch wieder 15 Sekunden halten und locker lassen. Das ist eine super Dehnübung, wo ihr gleich mehrere Muskeln, wie ich zu Anfang erwähnt habe, dehnen könnt. Das heißt Bizeps, Schulter und Brustmuskulatur. Die Übung zwei, dreimal auf jeden Fall die Woche einbauen. Am besten eigentlich sogar abends vorm Schlafen, beziehungsweise in einer ruhigen Phase, nicht unbedingt vorm Training einbauen. Und dann solltet ihr das nach und nach merken. Ja, wenn ihr weitere Fragen habt zum Thema Schulter, beziehungsweise überhaupt Übungen, die ihr gerne sehen wollt, schreibt unten gerne in die Kommentare rein. Ansonsten lasst uns gerne ein Like da auf Facebook, Instagram und natürlich auf YouTube. Und ja, wir freuen uns auf weitere Videos. Yeah.